Schönen Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie im Auftrag von Herrn Gouverneur Nowotny, der leider verhindert ist, ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Ich bin immer wieder fasziniert, wie stark also das Interesse an dieser Veranstaltungsserie ist, die ja vom Vienna Behavioral Economics Network unter der Federführung von Corinna Fehr hier organisiert wird und hervorruft. Ich glaube, die verhaltensorientierte Ökonomie hat ja nicht nur das Denken der klassischen oder der traditionellen Mainstream-Ökonomie herausgefordert. Ich glaube auch, dass für die wirtschaftspolitischen Institutionen viele der Erkenntnisse überaus relevant sind, so auch für Notenbanken. Ich möchte das nur in ein paar Beispielen erläutern. Ich glaube, die Finanzkrise hat sicher als Katalysator dafür gewirkt, dass die Behavioral Economics und vor allem die Behavioral Finance ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Die Finanzmarktineffizienzhypothese, die also von Postkeynesianern schon früh entwickelt wurde, wurde verhaltenstheoretisch motiviert und ist damit auch, hat auch damit dazu beigetragen, dass auch andere quasi heterodoxe Ideen aus dem Postkeynesianismus kommend auch verstärkt berücksichtigt werden. Ein anderes Beispiel ist die Geldpolitik. Vor mehr als 10 Jahren hat Janet Yellen, die frühere Präsidentin der Fed der USA, in einer bemerkenswerten Rede auf die Bedeutung der verhaltensorientierten Ökonomie für die Geldpolitik hingewiesen. Also als Beispiel möchte ich nur die Money Illusion, die Geldillusion hervorheben, also die Illusion der Wirtschaftssubjekte, dass der Geldwert trotz Preissteigerung konstant bleibt und nicht an Wert verliert. Und ein anderes Beispiel ist natürlich die Frage der internationalen Politikkoordination und Kooperation. Erinnern Sie sich an die Jahre 2007, 2008, 2009, wo im Rahmen von international koordinierten Vereinbarungen auch zwischen Notenbanken, Swap Agreements etc. Das Schlimmste verhindert wurde. Es wurde verhindert, dass es zu einer Wiederholung der Erfahrung in der 30er Jahre der großen Depression gekommen ist. Und da war ein ganz wesentliches, also kooperatives Verhalten von wirtschaftspolitischen Institutionen haben hier eine Rolle gespielt. Ich möchte auch vielleicht abschließend ganz kurz auch auf einen Aspekt hinweisen, der mich ganz besonders interessiert, wenn Sie zurückdenken an die Jahre 2007, 2008. Da schien der Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften in greifbarer Nähe. Heute, 10 Jahre danach, muss man fairerweise zugestehen, dass dieser Paradigmenwechsel auf halbem Weg stecken geblieben ist. Ich glaube, auf der einen Seite ist es sicher so, dass hier die verhaltensorientierte Ökonomie, soweit ich das beobachten kann, hätte oder könnte eine viel bedeutendere Rolle spielen, als sie das derzeit tut. Ich glaube, das Defizit liegt eher daran, dass es zu wenig an Austausch zwischen den verschiedenen Disziplinen gibt. Also die verhaltensorientierte Ökonomie und andere Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften, aus meiner Beobachtung heraus, sie koexistieren, aber es gibt zu wenig an Austausch. Und deswegen bin ich auch so froh, dass diese Veranstaltungsreihe auch hier in der Nationalbank stattfindet. Wir sind ja auch eine Forschungsstätte für makroökonomische Fragen. Und ich würde mir hier auch wünschen, dass es viel mehr Kooperation und Austausch im Bereich der Forschung gibt. Ich glaube auch, dass das heutige Vortragsthema, um noch wieder auf die Bedeutung für die Notenbank zurückzukommen, das altmodisch anmutende Thema der Ausdauer und Geduld auch für uns sehr relevant ist. Nur als Beispiel, die Steady Hand der Notenbank ist sicher quasi einer stark diskretionären Geldpolitik, zinspolitischen Entscheidungen vorzuziehen. Das heißt, Ausdauer ist nicht nur ein Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, was wir, glaube ich, dann im Vortrag hören werden, sondern auch für die Notenbanken ein wichtiges Thema. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, einen interessanten Abend und dem Vienna Behavioral Economics Network viel Erfolg für die weitere Arbeit. Dankeschön. Vielen Dank.
Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen und wir kommen öfter. Und wir bauen die Verhaltensökonomie aus, dafür sind wir da. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zum Vienna Behavioral Economics Network. Mein Name ist Corinna Fehr und ich bin die Präsidentin vom VBEN. Unser Programm heute dauert wie immer bis 20 Uhr. Anschließend gibt es einen Apero und draußen haben wir dann auch noch einen Büchertisch mit Büchern von Matthias Sutter zum Thema Geduld, von dem wir hören werden. Und für all diejenigen, die noch nicht registriert sind, bitte ich Sie, sich bei der Milena zu melden. Die steht hier. Und wir nehmen gerne Ihre Kontaktdaten auf, dass wir Sie immer informieren können über unsere nächsten Termine, die natürlich schon stehen im Frühjahr. Nun, der VBEN. Wir sind eine Plattform für Entscheider in Politik und Wirtschaft und für Interessierte. Und die Verhaltensökonomie, und was wollen wir damit? Verhaltensökonomie ist Standardökonomie plus die Psychologie unterfüttert mit dem kraftvollen Fundament der Experimente im Labor und im Feld. Und ich glaube, das Geniale an der Verhaltensökonomie, was sie geschaffen hat vor 30 Jahren und entwickelt hat, ist, dass sie sich einen Rahmen gegeben hat. Einen Rahmen mit der Spieltheorie einerseits und der Nutzenfunktion, wie wir sie alle gelernt haben als Ökonomiestudenten im ersten Semester. Und mit diesem Rahmen haben wir es geschafft in der Verhaltensökonomie, uns etwas zu geben, was dazu geführt hat, dass unsere Experimente replizierbar sind. Und wir haben eine Quote von Replizierbarkeit von 80%. Und das führt dazu, dass wir natürlich wirklich in unseren Aussagen Relevanz haben. Und diese Relevanz ist es, warum wir das hier machen, weil wir überzeugt sind, dass wir mit diesen Aussagen, die wir aus der Wissenschaft in die Praxis ziehen, die Entscheidungen in der Wirtschaft und in der Politik besser machen können und auch die Chance haben, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich glaube, dass die Politik in Amerika, in Europa und auch die Wirtschaft besser fährt, wenn sie auf das zurückgreift. Und deshalb gibt es uns. Ja? Nun, wer sind wir? Wir sind mittlerweile eine Kooperation aus 8 Partnern. First of all die Universität Wien mit Jean-Robert Tiron. Dann haben wir das IHS mit der Nudging Unit, die es in Österreich mittlerweile gibt, Inside Austria mit Martin Kocher. Dann haben wir die Industriellen Vereinigung an Bord. Dann haben wir die Austria Presseagentur an Bord mit Barbara Rauchwarter, die da ganz versteckt da hinten sitzt. Dann haben wir die Styria Media Group an Bord. Die Firma Netzkundig mit Eberhard Laut, der uns immer unterstützt mit seinen journalistischen Texten, der auch irgendwo versteckt hier sitzt. Und ich bin auch an Bord, Corinna Fehr, ich bin Leadership Coach, powered by Behavioral Economics. Und wir haben Fair Advice & Partners aus Zürich an Bord. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Ich meine, wir haben hier in Österreich den VBEN. Das ist die Plattform, wie ich so schon geschildert habe, die dafür ist, dass wir diesen Austausch pflegen. Und wirklich davon überzeugt sind, die Welt ein bisschen besser zu machen. Aber es gibt ja nicht nur uns in Europa, es gibt es woanders auch noch. Und es gibt ein weiteres Gefäß, das wirklich ganz toll ist und eine Plattform, die auch dazu beiträgt, die Verhaltensökonomie in die Gesellschaft zu bringen, nämlich die Academy of Behavioral Economics. Und die wird vom Gottlieb Duttweiler Institut durchgeführt, jedes Jahr im Jänner und organisiert von Fair Advice & Partners. Und dazu hätte ich jetzt gern, muss ich da drücken fürs nächste Slide oder kommt das von Ihnen? Genau. Okay, super, danke. Und da haben wir die Nina Wuttke von Fair Advice & Partners, die Akademie organisiert und die wird uns jetzt ein paar Worte dazu sagen. Nina, bitte. Vielen lieben Dank, Corinna. Ja, guten Abend. Wie die Corinna schon gesagt hat, wird die nächste Ausgabe der Academy of Behavioral Economics am 30. Jänner in 2019 im Gottfried-Duttweiler-Institut stattfinden. Eigentlich the place to be für Events, für Wissenschaft, auch aus Wissenschaft und Forschung in Zürich-Rüschlikon. Und wir konnten auch für die nächste Ausgabe, wie immer, Top-Speakers gewinnen. Ernst Bär muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Wir konnten Francesca Cino dazu gewinnen, Professorin für Betriebswirtschaftslehre in der Harvard Business School, Schlomo Bernazzi
Und Martin Kocher, der heute eben auch hier sitzt, der dann auch die Einführung und die Vorstellung zu unserem heutigen Keynote-Speaker, Herrn Sutter, der wird den Herrn Sutter vorstellen. Genau. Und wir freuen uns, dass wir Sie heute hier alle begrüßen dürfen. Und ein spannendes Thema, ganz wichtig, weil ich denke mir, ohne Experimente werden wir in Zukunft nicht mehr auskommen. Und darf ich jetzt den Herrn Kocher hierher bitten? Danke. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Hört man mich hinten auch? Ja, jetzt glaube ich geht's. Ja, große Freude für mich, Matthias Sutter, Professor Matthias Sutter vorzustellen. Er ist Max-Planck-Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeingütern in Bonn, gleichzeitig auch Professor in Köln und Professor an der Uni Innsbruck. Und wir kennen uns, ich sage es gleich vorweg, und ich mache es aber relativ kurz, weil sonst könnte man sehr lange darüber sprechen, seit über 20 Jahren, genau genommen seit 20 Jahren und 5 Monaten. Ich weiß das so genau, weil wir uns kennengelernt haben an meinem ersten Arbeitstag, am 15. Juli 1998. Matthias Sutter war Doktorand am Institut für Finanzwissenschaften in Innsbruck und ich 2 Jahre vor mir, und ich habe dann auch begonnen als Doktorand am gleichen Institut. Und wir waren über fast 10 Jahre Büro-Nachbarn und dann auch häufige Co-Autoren, Kolleginnen, Kollegen waren um uns herum. Wir haben gemeinsam Doktoranden betreut. Da gibt es viele Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte. Dann wäre aber keine Zeit mehr für seinen Vortrag. Es war aber so, dass, glaube ich, ohne Matthias ich möglicherweise gar nicht zur Wissenschaft gekommen wäre, weil er war mein erster Ansprechpartner, mein erster Mentor und auch dann der wichtigste Co-Autor in meiner Karriere. Danach ging er weg aus Innsbruck. Er hat Zeit am Max-Planck-Institut in Jena verbracht als Professor, war dann eine Zeit lang in Köln als Professor, ging zurück nach Innsbruck als Professor, dann nach Florenz ans European University Institute als Professor und jetzt nach einer Zeit in Köln, in Bonn am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeingütern. Wenn wir über ihn sprechen würden, was er so macht, dann würde man auch sehr viel Zeit brauchen. Ich habe nachgesehen, 115 waren es im Lebenslauf, stimmt glaube ich nicht mal ganz, 116, 117 referierte Publikationen. Das ist eine ganze Menge im Vergleich, vor allem im Vergleich, im Altersvergleich. Jede Menge Publikationen in den Top-Zeitschriften der Ökonomie, American Economic Review, Econometrica, Review of Economic Studies, eine Reihe von Preisen, von wichtigen Grants in den letzten Jahren. Er hat ein Buch geschrieben, das Sie sich auch kaufen können, das mittlerweile übersetzt wurde ins Chinesische, ins Türkische. Ich glaube, es sind noch mehrere Übersetzungen gerade in Planung oder zumindest angedacht. Er war oder ist Editor, Herausgeber von den bekanntesten Zeitschriften der Profession, also ein extrem produktiver, breit interessierter und sehr vielseitiger Ökonom. Themen von der Erforschung von Ausdauer, Geduld bis hin zur Erforschung von Themen, die Sie jetzt vielleicht nicht zuerst mit der Ökonomie verbinden würden, also zum Beispiel zum Thema Sport und Fußball, dazu komme ich gleich noch. Er war auch, das muss ich vielleicht auch erwähnen, mitschuld in gewisser Weise an der Gründung von Inside Austria, dem Kompetenzzentrum für Verhaltensökonomie an dem Institut für höhere Studien. Warum? Es gab eine kleine Gruppe an Ökonomen, Psychologen, die vor einigen Jahren etwas informell die Regierung beraten hat in Österreich in einigen verhaltensökonomischen Fragen. Und da war er auch als erster mit dabei. Und damit hat sich der Kontakt ergeben und hat sich damit auch das Interesse ergeben an der verhaltensökonomischen Forschung auch in der Politik in Österreich. Ich möchte nicht mehr viel dazu sagen. Ich glaube, ich würde nur noch sagen wollen, er ist auch im Privaten sehr interessant. Er ist ein großer Fan von klassischer Musik, Oper und Konzert, auch Ballett, nicht das Ballett, wie Sie sich vorstellen, auch nicht das weiße Ballett, das blau-weiße Ballett ist etwas, was ihm zusagt, das blau-weiße Ballett der FC Bayern in München, deswegen blau-weiß. Im Moment etwas schwierig, FC Bayern-Fan zu sein, heute spielen sie ja gerade. Dafür braucht man im Moment, gegeben die Ergebnisse, ich weiß nicht, ob die Leute hier die deutsche Bundesliga verfolgen, etwas Ausdauer und Geduld. Und wir werden gleich sehen, ob man mit den Erkenntnissen, die er in dem Bereich gefunden hat, auch etwas machen kann. Matthias Sutter, herzlich willkommen und alles Gute.
Also es gibt nichts Schöneres, als von einem so langjährigen Freund, Kollegen und Co-Autor vorgestellt zu werden. Natürlich hat es den Nachteil, dass er die Erwartungen zu hoch schraubt. Das ist normal, das gehört sich aber auch so, damit sich der Redner anstrengt. Willkommen, guten Abend, ich freue mich, dass ich vor so vielen Leuten hier sprechen darf. Ich möchte mich aber zuerst auch bei den Gastgebern der Österreichischen Nationalbank bedanken, bei der Frau Schubert für die netten Worte. Ich war vor 18 Jahren schon mal da, habe damals referiert über den Stabilitäts- und Wachstumspakt in der Währungsunion und habe damals die nicht ganz unrealistische Haltung vertreten, dass das nichts werden kann in der Durchsetzung der Budgetdisziplin innerhalb der Europäischen Währungsunion. Naja, die Geschichte hat dann gezeigt, dass es nicht ganz daneben war, was ich damals gemeint habe. Aber darüber habe ich schon viele, viele Jahre nichts mehr geforscht, sondern ich bin dann gemeinsam mit Martin Kocher, so muss ich sagen, experimenteller und Verhaltensökonom geworden, der sich mit Fragen beschäftigt, die, wie ich immer wieder feststelle, erfreulicherweise für viele Menschen Relevanz haben. Und über eines dieser Themen, das hoffentlich auch für Sie Relevanz hat, würde ich jetzt gerne unterrichten, sobald wir da die ganzen Folien loslegen können. Und zwar würde ich gerne sprechen über Geduld, warum das wichtig ist, wie ein Ökonom dazukommt und was man machen kann, woher es kommt. Das sind so ein bisschen der große Rahmen, den Sie jetzt vor sich haben. So, legen wir los. Zuerst würde ich Ihnen gerne sagen, wie ich zum Thema kam überhaupt. Ich persönlich schätze das immer sehr, wenn ein Wissenschaftler nicht nur hört, was er denn zu sagen hat, sondern auch, warum er überhaupt dorthin gekommen ist, dass er sich mit diesem Thema beschäftigt und wieso der Weg entstanden ist. Und dieser Weg hat vor ungefähr 10 Jahren begonnen. Ich illustriere das gleich ein bisschen näher, auch gemeinsam mit Martin erfreulicherweise. Und so sind wir und ich dann zu diesem Thema Geduld gekommen, das ich dann später mal in diesem Büchlein da verpackt habe. Ich werde nicht über das ganze Buch sprechen, damit Sie die Buchhandlung unterstützen können, ja, indem Sie die andere Hälfte dann lesen. So, danach reden wir über die Bedeutung von Geduld, Langzeiteffekte, Ursachen und Interventionen. Und am Schluss gibt es noch so ein bisschen so einen leichten Twist drüber in zeitlich inkonsistente Entscheidungen. Wenn Sie sich jetzt noch nichts darunter vorstellen können, ist das sogar gut, weil dann bleiben Sie gespannt, was es ist, bis zum Schluss. So, also. Ein Ökonom stellt sich der Frage von Geduld in vielerlei Hinsicht. Ja, also die ganz klassische Entscheidung ist häufig, also ich sehe ganz viele junge Menschen, die noch in der Ausbildung sind, gehe ich schneller arbeiten oder bleibe länger auf der Schulbank sitzen, ja? Oder im Studium sitzen praktisch. Was sie hier machen, ist nichts anderes, wie sie wägen ab zwischen Gegenwart und Zukunft. Und die jetzt gerade noch in Ausbildung sind, sind deswegen in Ausbildung, weil sie denken, es zahlt sich aus, nicht gleich irgendwie jetzt in den Arbeitsmarkt reinzurennen, sondern noch ein bisschen zuzuwarten, wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Geld zur Verfügung zu haben in dieser Zeit, damit später besser wird. Ja? Nicht nur, weil man dann besser gebildet ist und irgendwie mehr Geld dann verdienen kann, sondern auch, weil das Lebenszufriedenheit schafft, dann, wenn man in interessante Positionen reinkommen kann. Volkswirte beschäftigen sich auch mit Geduld, logischerweise, wenn es um Abwägen von Gegenwart und Zukunft bei Investitionsentscheidungen geht. So funktioniert unsere Wirtschaft faktisch, dass irgendwann ein paar Leute ein bisschen Geld auf Seite legen, das andere Leute sinnvollerweise verwenden können. Das sind so die, in der Nationalbank muss man das erwähnen, die so die makroökonomischen Aspekte der ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt aber auf den individuellen Bereich reingehen, dann kann ein Ökonom ganz einfach sich der Frage von Geduld widmen und das macht am einfachsten so. Stellen Sie sich vor, mal einfach, versetzen Sie sich mal in die Lage rein. Ich würde Sie fragen, wollen Sie 100 Euro direkt nach dem Vortrag? Also nicht jetzt gleich, wir müssen warten, bis wir fertig sind. Oder 101 Euro morgen. Und Sie müssen keine Sorge haben, also es geht nicht um die Frage, ob ich zuverlässig wäre, weil morgen renne ich davon, wenn Sie morgen wählen. Sondern wir sagen, ich würde nicht von Ihrer Seite weichen bis morgen und morgen kriegen Sie es. Also Sie müssen kein Vertrauensproblem haben. Okay, also es ist sicher, wenn Sie morgen wählen, kommt es auch morgen. Also es ist keine Frage der Kreditwürdigkeit. Ja, gut. Jetzt, das Wie-Ben-Budget ist natürlich nicht so, dass wir das jetzt real machen können. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, sonst hätte man zu viele Leute irgendwie hier. Sondern wir machen das jetzt hypothetisch. Darf ich mal kurz um ein Handzeichen bitten, wer so die 100 heute nach dem Vortrag gleich irgendwie nehmen wollte? Ja, okay, das klappt meistens ganz gut irgendwie. Also wenn Sie sich nicht umgedreht haben, um zu schauen, das sind so ungefähr hier 50%, würde ich mal schätzen. So die Hälfte der Hände ist ungefähr oben. Das ist schön. Ja, warum? Die Leute sind vielfältig. Ja, der eine hebt sie, der andere hebt sie nicht. Wir kommen darauf zurück, was wir daraus machen könnten. So, jetzt Geduld kann man natürlich dann weitermessen, indem man sagt, was würden Sie jetzt tun, wenn Sie 100 heute oder 102 morgen kriegen und nach allem Ermessen sollten jetzt weniger Hände hochgehen. Wenn ich frage, ob Sie die 100 jetzt danach haben wollen. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Ja, also ich will niemanden da in Verlegenheit bringen.
So, und dann geht es weiter. Wenn Sie 105 morgen haben, ist klar, sind es noch weniger Hände. Wenn Sie 110 morgen haben, noch weniger. Und eins ist ja auch klar, wenn Sie vorher die Frage gestellt würden, 100 heute oder 1 Million morgen, wären Sie ehrlich gesagt ziemlich blöd, wenn Sie die 100 heute nehmen täten. Ja, also, das Schöne ist, wir haben ganz breite Varianz. Viele Leute sind sehr unterschiedlich. Manche haben die Hand schnell oben, weil sie sagen, Mensch, lässig, das nehme ich gleich. Ja, da gehe ich gleich irgendwie aus mit Freunden oder so. Und die anderen schieben das hinaus. Die Frage ist, kann man daraus irgendwas machen? Und alles, was jetzt kommt, erinnern Sie sich immer zur eigenen Entschuldigung vielleicht auch, es war nur hypothetisch, was wir hier gemacht haben. Ja? Aber jetzt möchte ich Ihnen ein paar reale Daten zeigen. Und so sind der Martin und ich vor 10 Jahren zu dem Thema gekommen. Wir sind zu Tiroler Jugendlichen gegangen und haben die Entscheidungen treffen lassen, die genau so ausgeschaut haben. Das ist jetzt so ein Entscheidungsblatt kopiert. Also die mussten in jeder Zeile von diesen 20 Zeilen, mussten die entscheiden zwischen, wollen sie 10,10 Euro heute oder einen Betrag, der rechts steht. Und dieser Betrag, der rechts steht in der ersten Zeile, ist 10,10 Euro in 3 Wochen. Das ist irgendwie keine besonders dramatisch schwierige Aufgabe. Wenn Sie 10,10 Euro heute oder 10,10 Euro in 3 Wochen haben wollen, nehmen 98,5% 10,10 Euro heute. Ja, so ist es. Und aber rechts geht es dann rauf. Links bleibt es gleich, 10,10 Euro immer, und rechts geht es rauf. Ja, 10,30, 10,50, 10,70 und so weiter. Und was Sie hier sehen, so die Idee ist ein bisschen, irgendwo springt man nach rechts. Und dann bleibt man auch normalerweise rechts. Ja. Je später Sie springen, umso ungeduldiger sind Sie nach ökonomischer Auffassung. Das heißt, wenn Sie, also Hand heben war vorhin links bleiben. Ja, also den schnellen Betrag jetzt und nicht auf morgen zuwarten insgesamt. Und unsere ursprüngliche Fragestellung, und auch das ist ganz klassisch für viele Forschung, unsere ursprüngliche Fragestellung hat sich am Schluss als vollkommen irrelevant herausgestellt. Weil die ursprüngliche Fragestellung war, wir haben das mit 10- bis 18-Jährigen gemacht. Lernen die Jugendlichen, wenn sie älter werden, eher zuzuwarten, das heißt früher nach rechts zu springen? Könnte man ja denken, nicht? Die werden gescheiter, die lernen das, solche Zinsen zahlt keine Bank. Kann man viele Dinge als Argumentation anführen. Und das Ergebnis, das wir gefunden haben, war, gar nichts passiert. Ja, die Verteilung sieht bei 10-Jährigen genau gleich aus wie bei 18-Jährigen. Was uns im Wesentlichen dann zu dem Schluss mal gebracht hat, also so wie Sie mit 10 sind, bleiben Sie so in diesen Abwägungsentscheidungen auch später. Da scheint nicht allzu viel zu passieren. Wenn überhaupt, dazu komme ich ein bisschen später, wenn überhaupt passiert in der frühen Kindheit was. So die ersten 5, 6, 7 Lebensjahre, da passiert viel. Da können wir später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber da passiert wenig. Gut, also erstes Ergebnis, große Ernüchterung, viel Aufwand, 600, 700 Leute, alle auszahlt irgendwie und sozusagen das Forschungsgeld in den Sand gesetzt. Zum Glück hat es damit nicht aufgehört. Wir hatten dann das Glück, dass wir auf viele Daten und Fragebogenevidenz von diesen Kindern und Jugendlichen zurückgreifen konnten. Und dann haben wir plötzlich was ganz Spannendes gesehen. Und das darf ich Ihnen hier jetzt kurz so zusammenfassen. Jugendliche, die im Experiment ungeduldiger sind, also das sind die, die häufiger die 10,10 Euro heute wählen. Was sind die? Haben einen höheren BMI? Nicht besonders gescheit. Geben eher Geld für Alkohol aus? Geben eher Geld für Tabakwaren aus? Also wir haben sie nicht gefragt, ob sie rauchen. Wir haben nur gefragt, ob sie für Tabakwaren Geld ausgeben. Ja, gut. Wir haben später auch noch was anderes gefragt, aber das passt zusammen. Sparen weniger von ihrem Taschengeld und später, das haben wir gar nicht veröffentlicht, weil das ist ja sehr viel später klar geworden, studieren mit geringerer Wahrscheinlichkeit an einer Universität. Nichts von dem ist schwarz-weiß. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig zu betonen. Ja, wir sind ja hier trotzdem noch in einer wissenschaftlichen Umgebung. Also wir reden hier von Wahrscheinlichkeiten. Die häufiger 10-10 wählen, sind häufiger haben sie diese Eigenschaften. Und wir reden von sogar relativ geringen Wahrscheinlichkeitsunterschieden, von 2-3 Prozentpunkten. Das ist nicht dramatisch. Spannend ist die Sache aber deswegen, weil die gehen alle in dieselbe Richtung. Also nach meinem Verständnis ist sozusagen Rauchen, Trinken, Übergewicht nicht besonders hilfreich. Und alles geht in dieselbe Richtung. Wenig sparen, später kommen wir zur Altersvorsorge, ist auch nicht dramatisch hilfreich. Weniger Ausbildung, weniger wahrscheinlich höhere Ausbildung anzustreben, ist auch nicht besonders hilfreich für den auf wirtschaftlichen, finanziellen Erfolg später im Leben. Und das sehen Sie praktisch durch die Bank und durchgängig. Und diese Form von Geduld ist sehr, sehr viel spannender wie viele andere Dinge, die wir auch abgefragt haben. Zum Beispiel Risikoeinstellungen spielen fast überhaupt keine Rolle. Aber Geduld, Impulskontrolle, wie Psychologen oft sagen würden, wenn die 10,10 Euro vor dir hast, sie nicht zu packen, das ist das, was hier tatsächlich statistisch immer wieder anschlägt.
Als wir das dann gesehen haben, haben wir es nicht nur schön publiziert, sondern dann sind wir erst drauf gekommen, dass es da natürlich ganz, ganz viel Evidenz auch gibt. Jetzt können Sie sagen, naja, hätte zuvor auch schon wissen können. Spätestens jetzt wissen wir es. Und da darf ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie was zusammenfassen, was wir aus diesen ganzen psychologischen, ökonomischen, soziologischen Forschungen mittlerweile alles wissen. Das hat alles begonnen mit einem Wiener, Walter Mischel, der in den 60er Jahren die berühmten Marshmallow-Experimente gemacht hat, wo es um die Frage ging, können Kinder eine Viertelstunde auf ein zweites Marshmallow warten irgendwie. Warten Sie mal, da machen wir schnell mal dunkel. Sie wissen eh, was die richtigen Strategien sind, um aufs Marshmallow warten zu können als Kind. Also was sehr gut funktioniert, also Marshmallow ist allen klar. Frage ist, Sie haben einen Tisch vor sich, da liegt ein Marshmallow drauf als 4-5-jähriges Kind. Und der Experimentleiter sagt zu Ihnen, das kannst du gern haben, aber ich muss jetzt in den Nebenraum gehen und in einer Viertelstunde komme ich wieder. Wenn du dann immer noch nichts gegessen hast, kriegst du ein zweites. Gut, was gut funktioniert als Strategie ist das. Aus den Augen, aus dem Sinn. So sagt der Volksmund und das ist völlig richtig. Ja? Also wenn Sie eine Versuchung vor sich liegen haben, dann sollten Sie möglichst nicht darauf hinschauen. Ja? Was auch sehr gut funktioniert ist, alle Kinderlieder singen, die Sie kennen. Sie beschäftigen Ihren Geist mit etwas, was Sie ablenkt, was Ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, damit Sie nicht diese blöde Versuchung vor sich irgendwie ins Gesicht kriegen. Was überhaupt nicht gut funktioniert, ich glaube, das gilt übrigens allgemein. Ja, es geht mir auch so, wenn ich mich auf etwas konzentrieren muss, dann ist es manchmal schwierig, wenn so eine Versuchung irgendwie in der Nähe liegt. Was nicht gut funktioniert, ist, das Ding mal zu nehmen und dran zu riechen. Und was überhaupt nicht gut funktioniert, ist, einen kleinen Biss zu nehmen. Dann können Sie gleich das ganze Ding runterschmeißen. Übrigens, spannend ist, auch Walter Mischel war zuerst überhaupt nicht an der Frage interessiert, ob die Marshmallow-Experimente irgendetwas über die Zukunft dieser Menschen aussagen, sondern was ihn interessiert hat, war genau das, was ich jetzt geschildert habe. Nämlich, welche Strategien helfen jungen Kindern, Selbstkontrolle auszuüben? Erst später ist er drauf gekommen, dass die Kinder, die aufs zweite Marshmallow warten konnten in den 70er Jahren, mit geringer Wahrscheinlichkeit Teenage Pregnancy, also Schwangerschaften in der Jugendzeit hatten, weniger wahrscheinlich Drogen genommen haben, typisch amerikanische Themen irgendwie, deutlich besser waren die, die warten konnten in ihren verbalen Ausdrucksfähigkeiten, besser konfliktfähig waren, sprachlich besser entwickelt waren, besser in der Schule waren und so weiter und so fort. Und er hat das Sample bis heute herauf verfolgt und im Grunde sieht man bis heute ganz starke Unterschiede. Wie schauen die aus? Und jetzt darf ich es zusammenfassen. Die wesentliche Botschaft aus dieser ganzen Literatur sieht so aus. Menschen, die als junge Menschen, Kindheit, frühe Kindheit, wir reden von 2-, 3-, 4-, 5-, 6-jährigen Kindern, im Grunde sowas wie die Fähigkeit haben, auf etwas zuzuwarten oder auch etwas fertig zu machen mal, also an der Sache dran zu bleiben, nicht von einem Impuls zum nächsten springen zu müssen. Also denken Sie nicht nur an die Marshmallows, sondern es kann auch sein, dass Sie mal in einem Spiel länger verharren können und nicht gleich das nächste brauchen und nicht gleich herumrennen und wieder eine andere Ablenkung brauchen. Das sind die, die im Erwachsenenalter mit höherer Wahrscheinlichkeit besser ausgebildet sind, reicher sind, gesünder sind, seltener kriminell, seltener alleinerziehend und so weiter und so fort. Auch das wissen wir aus ganz, ganz vielen Studien, die ja, aus verschiedensten Ecken und Ländern der Welt tatsächlich kommen. Das ist spannend, aber noch spannender ist jetzt, dass diese Fähigkeit, diese Selbstkontrolle auszuüben, gleich wichtig für diese Ergebnisse ist wie zwei andere Sachen. Nämlich, der Einfluss von Geduld ist dabei ebenso einflussreich wie der IQ oder der familiäre Hintergrund. Und warum ist das wichtig? Das ist aus bildungspolitischer Sicht unglaublich spannend. Denn unseren IQ und unseren familiären Hintergrund können wir uns herzlich wenig aussuchen. Also scheinbar kann man IQ ein bisschen trainieren für so einen Test irgendwie und es entwickelt sich auch. Heutzutage hat man da ein bisschen weniger statische Vorstellungen, wie das früher in der Psychologie war. Ist okay, kann man alles vorstellen. Aber einen familiären Hintergrund tun sie sich wirklich schwer auszusuchen. Also wir sitzen ja nicht oben im Himmel so als Ungeborene und dann suchen wir uns aus, in welche Familie wir reinspringen. So klappt es eben nicht. So, wenn aber diese beiden Faktoren, und von denen wissen wir, dass sie wichtig sind, wenn diese beiden Faktoren jetzt beispielsweise bei jemandem irgendwie einfach nicht so gut sind, ja, Pech gehabt, dann sagt uns diese ganze Forschung über Geduld und Selbstkontrolle, dass sie zumindest einen Teil von Startnachteilen kompensieren können. Wenn es möglich ist, und dazu kommen wir dann gleich, wenn es möglich ist, dass sie diese Fähigkeit unter Umständen sogar jungen Menschen beibringen können. Und darum ist es bildungspolitisch spannend, weil wir hier Startnachteile praktisch aus unterprivilegierten Schichten unter Umständen zumindest ein bisschen angehen können. Also ich sage nicht ganz. Ja. Also salopp formuliert sage ich immer, also wenn Sie reiche Eltern haben, einen hohen IQ und noch gescheit und geduldig sind, ja gut, dann ist es leicht. Ja. Fein. Aber auf jeden trifft es zu irgendwie.
Spannender ist es, also dass Sie aus dieser Botschaft eigentlich Folgendes erkennen können. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor, ich könnte es als, sagen wir, geduldiger, aber dummer Mensch gleich weit bringen wie ein gescheiter Mensch, der ungeduldig ist. Das ist so ungefähr die Botschaft, die dahinter steckt. Ja? Dranbleiben an der Geschichte, weiterarbeiten sozusagen, wie es Vorarlberger ja ohnehin machen. Ja? Was jetzt aber nichts über die Dummheit der Vorarlberger heißt, gell, Corinna, alles klar. Gut. Okay, also das ist sozusagen die Hauptbotschaft an dieser ganzen Literatur. Also wenn Sie alles andere vergessen, was ich Ihnen heute erzähle, die Folie sagt im Grunde das, was wirklich der Kern der ganzen Geschichte ist. Aber die beschreibt ja nur, was wir wissen, wie die Zusammenhänge sind. Sie sagt nur überhaupt nichts darüber aus, woher kommt es eigentlich. Und die Frage muss man sich natürlich stellen. Und da muss ich wieder auf schwarz drücken. Also woher kommt das Zeug? Lassen Sie mich dazu das illustrieren, indem wir Folgendes machen, gedanklich. Jetzt müssen Sie nicht mehr aufzeigen, sondern jetzt tun wir nur gedanklich Folgendes machen. Wir teilen diesen Raum entlang dieses schönen Gangs in eine glückliche Hälfte, weil der Martin da sitzt, das ist die glückliche Hälfte, und, tut mir leid, das ist die unglückliche Hälfte. Aber Sie werden gleich noch feststellen, warum das die unglückliche Hälfte ist. Sie sind nicht persönlich betroffen davon, nur in der Illustration. Stellen Sie sich vor, Sie sind 5 Jahre alt, Sie haben einen Tisch vor sich, da ist ein Bild drauf. Das ist aber noch nicht ausgemalt, ist nur so ein Schwarz-Weiß-Druck hier in Wien. Stephansdom drauf, erster Bezirk, so die Wahrzeichen von Wien irgendwie. Und daneben liegen Buntstifte. Aber die Buntstifte sind so groß nur, angeschlutzt und ungespitzt. Also nichts, was man auch nur wirklich in die Hand nehmen möchte. Jetzt komme ich als Experimentleiter zu Ihnen hin und sage, tolles Bild, nicht? Ja, schau mal, lässig. Ja. Und jeder sagt, ja, schönes Bild. Ja. Sag, dann schauen wir die Buntstifte an und sagen, mein Gott, wie schauen denn die aus? Was haben denn die Leute da hergerichtet irgendwie? Soll ich da neue holen? Ja, weil im Nebenraum habe ich so schön lange, frisch gespitzt, 48 verschiedene Farbtöne, also alles, was man halt mit so einer Jollybox machen kann. Ja. Gut, soll ich sie holen? Jeder antwortet, ja bitte, ja, wäre nett, ja. Dann sage ich, verspreche dir, geh jetzt rüber und hol sie. Gut? So, glückliche Hälfte, ich komme rüber, drückt dir die in die Hand, gut gegangen sozusagen. Zu Ihnen aber komme ich rüber und zurück und sage, na, tut mir leid, da gibt es gar keine Buntstifte. Muss die nehmen. Die scheußlichen, angeschlutzten, ungespitzten. Gut, Sie malen. Das ist ein tatsächliches Experiment, ja? Das eigentliche Experiment, das ist ein psychologisches Experiment auch, auch wenn du abfällig ein bisschen geäußert hast über manche Bereiche. Das eigentliche Experiment kommt ganz am Schluss. Wir haben praktisch alles angeschaut. Du hast dich nicht abfällig geäußert, natürlich. Sie haben ein bisschen gemalt und jetzt lege ich Ihnen ein geöffnetes Gummibärpäckchen hin und sage, wenn eine Viertelstunde lang nichts draus nimmst, gibt es ein Zwart. Und jetzt raten Sie mal, wie viel von der Hälfte warten. Ich nehme Schätzungen entgegen. Ich habe schon das Wort keiner gehört. Exakt. Ganz genau. Auf das kommen wir mal gleich zurück. Bei der Hälfte warten manche und manche warten nicht. Da ist nicht viel passiert irgendwie. Ja? Manche sind geduldig, manche sind ungeduldig. Da ist überhaupt nichts wirklich passiert. Da ist das Spannende, was passiert ist. Schauen Sie, ich sage Ihnen zuerst, ich hole die Farben, enttäuscht Sie, sage Ihnen, ich habe es zwar versprochen, aber leider gilt alles gar nicht irgendwie. Und jetzt sage ich nochmal, willst du zuwarten irgendwie. Und was denken die Menschen in so einem Fall? Das ist ein unzuverlässiger Kerl. Bei dem ist das Hinarbeiten auf die Zukunft nicht so fürchterlich gescheit, weil zum Schluss kommt er mit leeren Händen daher. Und wenn ich bisher, bis zu dem Punkt, das Loblied und das Hohelied der Geduld gesungen habe, dann müssen Sie immer bedenken, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt Geduld zu Blödheit werden kann. Und das ist in dem Fall ein gutes Zeichen, woher eigentlich das Ganze kommt. Und dazu gibt es dann mehr andere Forschung. Das illustriert das nur. Es geht um Verlässlichkeit von Rahmenbedingungen. Dass Sie sich auf das verlassen können, dass es sich auszahlt, die Investition zu tätigen, die Viertelstunde zuzuwarten oder auf die Uni zu gehen, wo die Uni mit dem Vizerektor gute Rahmenbedingungen herstellt, dass Sie glauben, dass es sich auszahlt. Wenn Sie mit hinreichend hoher Wahrscheinlichkeit überzeugt sind, dass es sich wirklich auszahlt, dann tun Sie es auch. Aber wenn Sie erfahren haben, dass es schwierig ist, wenn Sie erfahren haben, dass Sie über den Tisch gezogen werden, weil sich niemand dran hält, was er tut, ja, dann ist es sehr verständlich, dass die Handlungsweise so ist, man nimmt, was man kriegt. Die 100 Euro jetzt und nicht morgen die 101. Und das gilt im Grunde nicht nur in Familien und mit kleinen Kindern, wo man diese Experimente gemacht hat. Das gilt selbstverständlich auch im Unternehmensbereich. Ja? Sagen wir mal, ich verstehe ein bisschen was vom akademischen Bereich, wo ich jetzt 20 Jahre lang den arbeiten habe dürfen.
Wenn ich meinen Doktoranden sage, so und so stelle ich mir eine Dissertation vor und die schuften wie verrückt 3 Jahre lang dran und dann legen sie es mal hin mit vielen Besprechungen zwischendrin und sagen, ja, aber so eigentlich hat man es wirklich nicht vorgestellt. Dann zerstören sie natürlich wahnsinnig viel Motivation und vor allem auch das Durchhaltevermögen, dass die nächste Generation von Doktorandinnen und Doktoranden das auch mitmacht und auch tatsächlich durchhält. Und das gilt aus meiner Sicht nicht nur im akademischen Bereich, dass zuverlässige Rahmenbedingungen wichtig sind für Zukunftsorientierung, sondern natürlich auch sonst. Ja. Ich illustriere das immer gern mit dem Beispiel meines Bruders, der ist Ingenieur. Der hat mal für eine Firma in Indonesien Pipelines gebaut. Da hat ihm der Chef gesagt, Herr Sutter, das ist jetzt echt zäh, ich weiß, aber halten Sie 2 Jahre durch und das zahlt sich aus. Dann bringen Sie das Projekt fertig und dann schauen wir weiter, wo wir anders für Sie eine tolle Verwendung haben. Ja. Mein Bruder, so wie ich, schuftet wie ein Verrückter und nach 2 Jahren kriegt er einen warmen Händedruck, danke. Und das war's dann. Ja. Das war keine dramatisch hilfreiche Entscheidung dafür, dass er länger dort bleiben wollte. Ja. Klarerweise. Naja, das ist ganz einfach, weil sie natürlich für die Zukunft viele Investitionen, Bildung, Ausbildung, nur dann tätigen, wenn sie auch glauben, sie haben was davon. Dass viele Dinge sich in der Zwischenzeit ändern können, das wollen wir ja nicht abstreiten, das ist nicht der Punkt. Ja. Aber sie dürfen sich nicht so ändern, dass sie denken, das wäre eigentlich davor schon absehbar gewesen. Dass es gar nicht zuverlässig hätte sein können. Das ist das, was wir hier haben. Also Rahmenbedingungen praktisch, Zuverlässigkeit spielt einen ganz, ganz wichtigen Punkt für das Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft. Im Übrigen, praktisch leicht politisch angehauchte Nebenbemerkung, wenn Sie das mir abnehmen, dann ist auch klar, warum es eine völlige Illusion ist, zu sagen, bei Ländern, die zu wenig sparen, weil sie irgendwie, meinetwegen, bürgerkriegsähnliche Zustände haben, die Leute sollten halt mehr für die Zukunft aufbauen. Das ist absurd, nicht? Das ist ein Teufelskreis. Da sind Sie schon froh, wenn Sie den nächsten Bombenangriff überleben. Und dann können Sie nicht anfangen, mit westlichen Werten zu sagen, aber ihr solltet schon zukunftsorientierter sein. Ja? Nicht immer gleich den Spatz in der Hand nehmen. Also das klappt natürlich dann auch nicht, logischerweise. So, also, wir wissen, es ist wichtig, wir wissen, woher es kommt. Nächste Frage ist, wenn wir es nicht mitgekriegt haben, weil wir irgendwie unangenehme oder halt nicht so hilfreiche Rahmenbedingungen hatten, kann man was tun? Nächster Punkt, kann man Geduld trainieren? Antwort ist, es gibt erste Evidenz dafür. Da würde man nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen, weil wir da noch sehr vieles erforschen müssen. Das ist etwas, wo im Moment mehrere Teams weltweit, Forschungsteams dran sind. Die Frage, kann ich mit bildungspolitischen Interventionen Menschen zukunftsorientierter machen? Beim Abwägen zwischen heute und morgen oder heute und der Zukunft allgemein. Eines der best bekannten, als auch best publizierten Arbeiten kommt von 2 Autoren in die Schule, Ellen und Scheder-Ertag heißen. Was haben die gemacht? Die sind in Istanbuler Grundschulen gewesen, das sind 9-jährige Kinder, hatten sie da. Und der Lehrplan dort erlaubt es, dass man mehrere Wochen so wie Projekte machen kann. Also da gibt es natürlich auch Sprachen, Rechnen und so weiter, Zeichnen, Turnen. Aber dann gibt es auch noch einen kleinen Freiraum, wo Lehrer unterschiedliche Dinge tun können. Und die haben in einigen Schulen zufällig, also sehr sauber kontrolliert, wissenschaftlich kontrolliert, manche Kinder in sogenannten Szenariotechniken unterrichtet und andere in anderen Kontrollbedingungen. Was ist so eine Szenariotechnik? Also einfach als Beispiel zur Illustration. Das geht ungefähr so. Stellen Sie sich vor, Sie sind eben genau so ein Schulkind, so ein 9-Jähriges und Sie haben einen mühsamen, weiten Schulweg. Sie kriegen ein bisschen Taschengeld und jetzt im Wesentlichen gibt es so 2 Wege, die man sich durchdenken kann. Der eine ist, Sie sparen ein halbes Jahr und dann haben Sie genug Geld für ein Fahrrad, dass Sie nicht diesen blöden, lästigen, langen Schulweg zu Fuß jeden Tag machen müssen, sondern viel schneller durchs Fahrrad sind. Aber dieser Weg bedeutet, dass Sie in dem halben Jahr sich auch einschränken müssen. Heißt nichts anderes wie kein Eis, kein Kino, kein was auch immer was. Der zweite Weg ist, dass Sie natürlich große Freude haben, indem Sie wöchentlich mit Ihren Freundinnen Eis essen gehen, ins Kino gehen und so weiter und so fort. Aber dann haben Sie nach einem halben Jahr halt kein Fahrrad. Ist auch okay, gibt es auch viel Freude in der Zeit. Diese Szenariotechniken von Pädagogen entwickelt, tun dann Folgendes. Die sagen, stell dir jetzt mal vor und überleg dir mal, das halbe Jahr ist vorbei und beschreib doch mal diese 2 möglichen Wege. Wie geht es dir dabei? Was ist gut, was ist schlecht dabei? Was würdest du vielleicht anders machen? Wo würdest du drauf schauen, wenn du die Entscheidung schon getroffen hast und den einen oder den anderen Weg tatsächlich gegangen bist? Und wichtig ist natürlich, dass da nicht suggeriert wird, ja, sparen ist gut, weißt du, ja, also Fahrrad sparen, das ist der richtige Weg, sondern es geht darum, abzuwägen, wie fühle ich mich, wenn ich da oder dort gehe. So, das haben die gemacht und dann haben sie praktisch begleitend und mittlerweile sind sie, glaube ich, im 5. Datenerhebungsjahr, das machen sie so in jährlichen Wellen. Die haben also praktisch so Experimente, 100 € heute, 101 morgen, vor dieser Intervention gemacht.
Direkt danach, ein Jahr danach, zwei Jahre danach, drei Jahre danach, vier Jahre danach, das stehen wir im Moment. Und die Ergebnisse sind eindeutig. Die mit diesen praktisch zukunftsorientierten Szenariotechniken, das sind eher die, die auf 101 morgen warten, anstatt die 100 heute zu nehmen. Und das ist sehr, sehr systematisch und sehr, sehr dauerhaft. Spannend ist, dass es tatsächlich mehr als nur gerade direkt nach der Intervention wirkt. Und ich glaube, das ist die wissenschaftliche Herausforderung, da zu sehen und zu prüfen, ist das etwas, was man wirklich ausrollen kann? Hilft es länger? Hilft es breiter? Kann man das wirklich stabil und robust so hinkriegen? Oder ist es halt, ja, mal, nicht alle Ergebnisse sind replizierbar. Ja? Muss man einfach schauen, wie weit stehen wir da? Wo kommen wir da hin? Und da gibt es mehrere Projekte, die aktuell tatsächlich in dieser Richtung laufen, um zu schauen, dass wir jungen Menschen nichts anderes wie Instrumente an die Hand geben, dass sie beim Abwägen zwischen Gegenwart und Zukunft vielleicht auch die Zukunft wählen. Vielleicht um ein Missverständnis zu vermeiden, obwohl in Österreich muss ich das nicht so sagen, in Deutschland eher. Also wenn wir von Geduld und Zukunftsorientierung sprechen, meinen wir nicht das Kohlsche aussitzen. Ja? Also es geht nicht darum, dass sie einfach nichts tun, warten, bis alle Gegner über die Klippe gefallen sind und dann geht es weiter, sondern es geht konkret darum, dass sie etwas tun, aktiv auf die Zukunft hinarbeiten, ja? Sparen fürs Fahrrad, sich einschränken beispielsweise, Bildung weitermachen. Also nicht einfach Däumchen drehen und schauen, es wird schon gut werden. Das nicht, dass Sie das falsch verstehen. Also, das heißt, die eine Möglichkeit ist, wir können schauen, dass wir, also wir wissen, was kommt. Jetzt wissen wir, man kann ein bisschen was zumindest tun. Es gibt Evidenz dafür. Nächster Punkt ist, was tut man vielleicht, wenn man später irgendwie schon erwachsen ist und weder das eine noch das andere hatte? Weder so ein Training noch irgendwie Rahmenbedingungen, wo das gefördert worden ist. Und lassen Sie mich das mit einem netten Beispiel jetzt aus dem amerikanischen Markt anschauen. Wie man denn finanzielle Altersvorsorge verbessern könnte. Also Sie wissen, auch uns wird es irgendwann mal treffen, dass wir besser Privatvorsorgen und nicht nur auf die staatliche Pension hoffen. In Amerika ist das ein viel größeres Thema seit vielen, vielen Jahren. Und dort sind die meisten Leute, den meisten Leuten ist dort natürlich bewusst, dass sie im Grunde mehr fürs Alter vorsorgen sollten. Ja? Was ich Ihnen jetzt zeige, ist, also wenn man es normiert, von 100 Angestellten in Amerika berichten 68, dass sie zu wenig sparen fürs Alter. Okay? Gut. Schauen wir mal, ob die was machen. 24 von den 68 wollen die Pensionsbeiträge in den nächsten 2 Monaten erhöhen. Das heißt dort konkret, dass sie von ihrem laufenden Bruttogehalt etwas abführen auf den Topf, der in der Pension erst auszahlt werden kann. Ja? Also sie renken sich jetzt dahin, damit sie in der Zukunft mehr haben. Das ist der Plan hier. Und die Autoren hier hatten Zugang zu den Daten. 3 von 24 tun es tatsächlich in den nächsten 4 Monaten. Also 3 von 68 Fakten tun irgendwas. Das ist nicht dramatisch viel. Frage ist jetzt, kann man das unter Umständen durch institutionelle Rahmenbedingungen, und da kommen wir so im Bereich von wirtschaftspolitischer Nudging-Beratung auch, kann man das verändern. Und man kann. Es gibt, fangen wir mal so an, es gibt so der Klassiker in einem amerikanischen Unternehmen besteht darin, dass sie zu Beginn einen Willkommensschreiben kriegen und in diesem Willkommensschreiben werden sie darauf hingewiesen, dass es möglich ist, dass sie einen Teil ihres Bruttolohns in eine private Altersvorsorge legen, die steuerlich sehr günstig behandelt ist, daher das ist der Steuergesetz, Paragraph 401k, das sind so die amerikanischen Pensionspläne, und die auch vom Arbeitgeber noch zusätzlich subventioniert werden. Ist also finanziell relativ attraktiv. Und wenn Sie das tun müssen, steht dann normalerweise, rufen Sie doch bitte die Telefonnummer oder heutzutage im Web, auf der und der Seite, geben Sie das doch bitte ein, wenn Sie das machen wollen, und wir implementieren das. Das ist das, was man auch eine Opt-in-Regel nennen kann. Also die Sache ist, das Angebot ist da, wollen Sie es machen? Wenn ja, bitte melden Sie sich. Bleiben wir beim Telefon, dann heben Sie halt die Nummer ab, heben Sie den Hörer ab, wählen die Nummer und gut gegangen. Man kann das umdrehen. Man könnte zum Beispiel Sparen als Standard angeben. Und das hat man gemacht. Wie geht das? Willkommen in der Firma. Wir informieren Sie, wir führen 2% Ihres Bruttolohns ab. Wenn Sie das nicht wollen, rufen Sie doch bitte die Nummer XY oder gehen Sie auf die Homepage dort und dorthin und dann ist gut gegangen. Also in beiden Fällen müssen Sie einen Telefonhörer verwenden, wenn Sie was tun wollen. Wir reden hier von sehr langfristigen Dingen, ja, und also die Kosten, den Telefonhörer zu heben, sind relativ klein, würde ich sagen. Ja. Kostet eine Minute, das Telefonat zu führen. Und vermeintlich könnte man denken, warum soll das eine Rolle spielen? Da kommt Verhaltensökonomik ins Spiel. Ja, ganz einfach, es spielt deswegen eine Rolle, weil die Leute träge sind, ja. Wenn der Standard ist, dass sie nichts tun, dann ist der Standard, dass sie nichts tun. Und wenn der Standard ist, dass sie einfach drin sind, dann müssen sie die Mühe machen, den Telefonhörer aufzunehmen und sagen, ich will nicht. Ja, gut. Zeigt sich das in den Daten? Ja, ganz stark. Was Sie hier sehen, auf dieser Achse sehen Sie die Monate, in die jemand in der Firma schon ist. Das sind also 4 Jahre, 48 Monate. Und hier sehen Sie die Anzahl der Arbeitnehmer, die tatsächlich die 2 oder 3%, je nach Studie,
tatsächlich freiwillig in den Alterstopf zahlen. Das ist Anmeldung mit Telefon, das ist also das Opt-in. Nach 3 Monaten haben wir so um die 20%. Also 20% der Leute greifen zum Hörer und sagen, ja, ich würde gerne. Und wenn sie den Standard umdrehen, greifen auch 20% zum Telefon. Aber die Wirkung ist natürlich dramatisch anders. Ja? Da haben wir dann 80% drin und im ersten Fall haben wir halt 20% drin. Und Sie sehen, das geht zwar rauf, ja, das ist ja richtig, die Leute sagen ja alle, dass sie gerne mehr sparen würden, nur sie holen diesen Keil dazwischen nie auf. Nie im Leben. Jetzt sind manche Leute sehr skeptisch, das wird auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder gesagt, so, also Standard sparen, das ist schon irgendwie bevormundend, patriarchalisch. Ja. Da sagt plötzlich das Unternehmen, ja, du bist drin und du willst, gehst raus. Also dazu kann man unterschiedliche Meinungen haben. Meine Meinung ist, also die Kosten eines Telefonhörers sind nicht so bevormundend, dass man nicht mehr rauskommt. Also ich glaube, das können Leute, das ist auch, muss man nichts, gibt es nichts, wofür man sich schämen muss. Aber Sie könnten zum Beispiel sagen, also noch lieber wäre man, jeder muss einfach eine Entscheidung treffen. Es gibt keinen Standard. Also im Sinne von, Ihr Lohn wird nicht ausbezahlt, bis Sie uns gesagt haben, wollen Sie rein oder raus. Das nennt man dann Active Choice. Und wenn Sie das tun, ich habe jetzt das Bildchen im Appendix hinten irgendwie, dann liegt die Kurve wo? Genau dazwischen. Zwischen der grünen und der roten. Ja? Bei Active Choice gehen mehr rein, aber nicht ganz so viele, wie wenn Sie sich rausoptieren müssen. Ist auch eine Möglichkeit. Also wenn Sie sagen, na bitte, ich will den Leuten überhaupt keinen Standard setzen, kein Default im Neudeutschen, keinen Status Quo, na meinetwegen, dann machen Sie es aktiv, kriegen Sie auch bessere Ergebnisse, also wenn Sie so eine Opt-in-Regelung haben. Dass die ganze Diskussion Sie eventuell frappieren, dann die Frage an die Situation erinnert, ob Sie Organspender sind oder nicht, ist ein gewollter Zufall. Ja? In Österreich sind wir es per Gesetz, in Deutschland sind wir es nicht per Gesetz. Und ist auch klar, was das heißt. In Österreich haben wir über 95% Organspender und in Deutschland haben wir 12. Und jetzt diskutieren sie, ob es nicht vielleicht doch eine ganz gute Idee wäre, den Standard zu ändern. Ganz einfach. Und das ist genau derselbe Effekt dahinter. So, wie viel Zeit habe ich denn? Hilf mir mal ein bisschen. 10 Minuten, perfekt. Lassen Sie uns noch einen Selbstversuch machen. Ich habe Ihnen am Anfang versprochen, was über zeitinkonsistente Entscheidungen zu sagen. Das erste oben haben Sie schon gesehen. 100 Euro sofort oder 101 Euro morgen. Da haben wir ein paar von Ihnen aufgezeigt. Was hätten Sie denn gemacht, wenn ich das zweite gefragt hätte? 100 Euro in einem Jahr oder 101 Euro in einem Jahr und einem Tag? Wenn ich jetzt frage, wer nimmt die 100 in einem Jahr? Sie müssen jetzt nicht Ihre Hand heben, weil eh niemand die Hand heben will. Dann kommt immer das raus, was immer rauskommt. Ja? Warum sollte ich 100 in einem Jahr nehmen, wenn ich ohnehin schon ein Jahr warten muss und dann habe ich in einem Jahr und am Tag später habe ich 1% mehr. Jetzt, die klassische Ökonomie sagt, also wenn Sie zuerst die Hand heben, beim ersten, aber nicht beim zweiten, dann haben Sie hochgradig zeitinkonsistente Präferenzen. Es war eine Zeit lang relativ schwierig, das sogar mit Standardansätzen zu erklären. Heutzutage haben wir viele schöne Modelle, warum das irgendwie passieren kann tatsächlich. Der zweite Entscheidungsfall ist so ein bisschen der, den Sie zu Silvester immer wieder machen. Also im nächsten Jahr bin ich immer ganz überzeugt, dass ich also mehr Zeit für meine Kinder und meine Familie verwende, irgendwie mehr Sport mache, so sportlich wie der Martin vielleicht wäre, der Halbmarathons rennt irgendwie. Natürlich für mich viel früher auf Vorträge vorbereitet, dass es noch besser irgendwie wird. Und dann kommt das neue Jahr und ausgerechnet dann habe ich keine Zeit dafür. Und also in der Zukunft ist alles leicht. Und so machen wir uns eigentlich immer wieder das Leben irgendwie ein bisschen rosarot, weil in der Zukunft ist es leicht und dann tun wir es aber nicht. Die Frage ist jetzt ein bisschen, haben solche Leute, und jetzt werde ich ein kleines bisschen was überspringen, die praktisch, wenn es in der Zukunft ist, haben sie die besten Absichten. Aber wenn die Gegenwart möglich ist, jetzt gleich was zu kriegen, dann wird es schwierig. Die sind ein bisschen anders wie andere Leute. Jetzt darf ich ein bisschen springen, weil aufgrund von 10 Minuten passt es gut. Sind die anders? Klar, also wir reden jetzt von Leuten, die wahnsinnig gute Absichten für die Zukunft haben, aber nicht so tagkräftig sind, heute auf morgen zu warten. Sind die anders? Ja, da gibt es spannende Ergebnisse von Stefan Meyer und dem Charlie Sprenger aus Amerika bezüglich Schulden. Ja, die haben häufiger Kreditkartenschulden. Und in Amerika sind Kreditkartenschulden ja wirkliche Kredite. Ja? Also sie sind nicht wie bei uns praktisch einfach übers Konto abdeckt und halt ein bisschen später abgebucht, sondern dort haben sie auch 10 Kreditkarten und dann haben sie halt 10 Kredite gefragt. Und solche Leute haben ungefähr 5.000 Dollar höhere Kreditschulden pro Monat. Jetzt das Problem der Geschichte ist natürlich, also jeden Monat haben sie das. Das Problem der Geschichte besteht natürlich darin,
Wenn Sie im nächsten Monat was zurückzahlen, müssen Sie erst die Schulden vom Vormonat zurückzahlen. Und das ist wie wenn Sie dauerhaft in Ihrem Leben 5.000 Euro einfach als Kredit aufnehmen und einfach immer Zinsen zahlen die ganze Zeit. Irgendwie ohne je zurückzuzahlen. Ist nicht fürchterlich hilfreich, finanziell betrachtet. Die Schulden sind höher, das sind die 5.000 Euro und Sie begleichen sie deutlich später, wenn überhaupt. Zwei Drittel der amerikanischen Kreditkartenrechnungen werden nicht pünktlich bezahlt und nicht vollständig bezahlt. Das ist ziemlich viel. Insgesamt, wovon wir da reden. Das ist finanzielles Verhalten. Die Leute sind aber auch noch in anderer Hinsicht. Und da jetzt bitte junge Leute gut aufpassen. Ganz anders. Also alles unter 50 ist jung. Ja. Ich bin gerade 50 geworden irgendwie insofern. Bin jetzt schon in der höheren Hälfte. Sie wählen weniger wahrscheinlich eine weiterführende Ausbildung. Das passt ein bisschen zusammen mit unseren Tiroler Daten, die wir gesehen haben. Aber jetzt kommt ganz spannende Evidenz an und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann für den Arbeitsmarkt. Auch ganz kurz vor Abschluss brechen sie deutlich häufiger ab. Und das ist sozusagen, also wenn sie dann mal 20 Semester, die Integrationsbeauftragte der deutschen Bundesregierung hat das, glaube ich, geschafft. 16 Semester, jetzt hätte ich fast übertrieben. 16 Semester studiert und dann ohne Abschluss sozusagen in die Partei gegangen. Das ist nicht ideal. Wenn sie in der Partei landen, offensichtlich geht es, aber für den Arbeitsmarkt ist es nicht so gut. Also das zeichnet sich dann im Arbeitsmarkt sehr, sehr stark ab, dass Sie da ein Problem haben. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir da praktisch sehen, dass so Entscheidungen, die wir auch gern rausschieben und in der Zukunft wissen wir schon, dass wir sie machen werden, da täuscht man sich tatsächlich häufig und hat dann ganz unangenehme Nebenwirkungen. So, man könnte jetzt auch noch ins Hirn reinschauen, aber ich habe gedacht, jetzt lassen wir es gut sein, oder? Jetzt fasse ich zusammen, das erspare ich mir jetzt, dann können Sie noch mehr im Buch lesen. Also, lassen Sie mich zusammenfassen. Geduld und Ausdauer sind für viele Bereiche des Lebens wichtig. Ich glaube, das muss man nicht motivieren irgendwie. Also ich hoffe, dass Sie auch deswegen gekommen sind, weil Sie das selber glauben und jetzt wollten Sie halt ein bisschen was dazulernen noch. Das familiäre und soziale Umfeld scheint für beides eine große Rolle zu spielen. Nochmal, stabile Rahmenbedingungen sind das Nonplusultra. Ja, in Organisationen, in Familien, in ganzen Gesellschaften, möchte ich sagen, damit wir zukunftsorientierte Entscheidungen, Investitionsentscheidungen auf gut Deutsch, tatsächlich tätigen können und daran glauben, dass es sich auch auszahlt. So ein Nebenaspekt von Geduld sind zeitlich inkonsistente Entscheidungen. Ja, in der Zukunft ist alles leichter. Ja, grundsätzlich schon. Aber da darf man sich nicht in den Sack reinlügen, weil das hat ganz unangenehme Nebenwirkungen, dass man nämlich Dinge anfängt, die man dann nicht beendet. Dann wäre es oft gescheiter, sie nicht anzufangen, tatsächlich. Und das ist praktisch ein Problem des dritten Punktes hier. Und viertens, wir sind dran, wir heißt die Verhaltensökonomen auf der ganzen Welt, zu erforschen, ob wir über Verhaltensinterventionen tatsächlich einige Entscheidungen verbessern können. Und da gibt es ein paar ermutigende erste Erkenntnisse. Ich würde glauben, da sind wir noch lange nicht da, dass jetzt jemand hinsteht und sagt, jetzt wissen wir es genau. Da sollte ich dann in 5 Jahren oder in 10 Jahren nochmal zu V-Band kommen und dann hoffentlich sind wir einen großen Schritt weiter. Aber so macht Forschung ja auch Spaß. Wir haben noch mehr als genug offene Fragen insgesamt und damit schließe ich. Ach ja, das haben wir da gesagt. Aber wir haben jetzt nicht einmal alle Kapitel abgehakt, die da abgehakt sind und damit wollte ich schließen. Vielen Dank.